Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute tauchen wir ein in das faszinierende Thema der Entschuldigung. Ihr wisst schon, dieses Ich bitte um Entschuldigung, das wir alle irgendwann mal sagen oder auch hören. Aber wie gehen wir eigentlich damit um? Ich möchte euch heute drei Geschichten erzählen, die unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema werfen. Also, lehnt euch zurück, lasst uns in diese Geschichten eintauchen und sehen, was wir daraus lernen können. Und hey, am Ende würde ich gerne eure Gedanken dazu hören. Also, bleibt dran. Ich beginne mit der ersten Geschichte. Dann sagst du das, was du fühlst? Ja, genau. Gestern war ich bei einem Casting und ich habe bei einem jungen Paar, sie 26, er 27, übernachtet, welches ich über Couchsurfing kennengelernt habe. Der junge Mann entschuldigte sich so oft bei mir. Ich bat ihn, sich nicht mehr bei mir zu entschuldigen, weil es da nichts zu entschuldigen gibt. Er wollte wissen, weshalb es da nichts zu entschuldigen gibt. Er habe ja schließlich eine Frage gestellt, ohne zu wissen, ob es mir recht ist. Ich habe ihm dann meine Einstellung zum Entschuldigen erzählt und dass es gar keinen Anlass für mich gibt, sich jemals zu entschuldigen. Aber wenn ich etwas gemacht habe, was den anderen verletzt, fragte sie mich. Okay, sagte ich, hast du das dann mit Absicht gemacht? Wenn die Antwort nein ist, dann gibt es nichts zu entschuldigen. Wenn die Antwort ja ist, dann ist es ganz schön frech von dir, die Absolution von mir zu verlangen. Und was, wenn ich dich nicht entschuldige? Also, entschuldigst du dich nie? Fragt sie mit einem großen Fragezeichen in den Augen. Ich versuche es, antwortete ich ihr. Ich versuche mich daran zu halten, ja. Sie war irgendwie irritiert und fragte, was machst du dann, wenn du den Eindruck hast, dass du etwas gemacht hast, was den anderen verletzt hat? Nun, ich bedauere es oder ich bitte um Nachsicht, antwortete ich und versuche zu erklären, weshalb ich das gemacht habe, was ich gemacht habe. Pause. Nachdenklichkeit bei ihr. Sie? Dann sagst du das, was du fühlst. Mehr eine Aussage als eine Frage. Ich? Genau. Ich liebe dich dafür, dass du das erkannt hast. Genau, ich sage in dem Moment, was ich fühle, wenn es der andere hören will. Darauf sie, es ist ziemlich schwer, oder? Wenn man jahrelang gesagt bekommt, du sollst das und du sollst das, und dann kommst du und sagst, nein, ich entschuldige mich nicht. Ich sage dir aber, was ich fühle. Ja, es ist schwer, aber nicht unmöglich, sagte ich ihr. Denn ich möchte, dass Menschen endlich wieder Zugang zu ihren Gefühlen bekommen, zu ihrem inneren Kern. Zustimmendes Nicken von beiden. Hier nun die zweite Geschichte. Es ist eine ganz andere Verbindung, als wenn ich nur um Entschuldigung bitte. Eine Frau rief mich an und wollte darüber berichten, wie sie sich bei ihrem Sohn entschuldigt hat. Mit dem Zusatz, wer schafft das heute, sich bei seinen Kindern zu entschuldigen? Fast keiner. Ich habe mich bei meinem Sohn entschuldigt, auch wenn er dann sagte, dass er das schon lange vergessen hat. Ich hörte ihr zu und sagte ihr am Schluss, das freut mich.
dass dir das wichtig war. Doch entschuldige dich nicht bei ihm. Wie, fragt sie. Und was mache ich, wenn ich merke, dass ich etwas getan habe, das den anderen verletzt hat? Sage ihm, wie es dir damit geht, mit dem, was du getan hast, weshalb du es getan hast und weshalb es dir wichtig ist, darüber zu sprechen. Und sage ihm auch, wie es dir damit geht, wenn er sagt, dass er das bereits vergessen hat. Abgesehen davon, du kannst niemanden verletzen, wenn er es nicht zulässt. 2 Wochen später ruft mich dieselbe Frau an und sagt, das mit dem Nicht-Entschuldigen finde ich klasse. Aha, sagte ich. Ja, sagte sie, wie viele Menschen können sich nicht mehr an die Situation erinnern, um die es geht? Dieses Entschuldigen ist doch dann nur ein Wort, um diese Situation schneller zu beenden. Wenn man das aber mit den 4 Schritten reflektiert, wird es einem wieder bewusst und die Gefühle kommen wieder hoch. Und dann weiß ich auch, weshalb ich das getan habe. Und komischerweise, wenn ich das meinem Sohn erkläre, versteht er es. Es ist eine ganz andere Verbindung, als wenn ich nur um Entschuldigung bitte. Ich danke Ihnen. Gern geschehen. Ich finde das so klasse, dass diese Frau so dran bleibt. Die 3. Geschichte kommt sogleich. Um Entschuldigung bitten ist eine Frechheit. Zitat: Danke dir für die Annahme und die offene Darstellung. Mir wurde es in die Wiege gelegt, sich für etwas zu entschuldigen zu dürfen, wenn man das Gefühl hat, dass es angebracht ist und somit gehört es zum guten Ton. Dieses Zitat hat mir jemand auf LinkedIn geschickt, nachdem er sich bei mir entschuldigt hat und ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe, dass sich niemand bei mir zu entschuldigen braucht. Und weil ich zu den Menschen gehöre, die ganz genau hinhören und hinsehen, sind mir folgende Sätze in seiner Aussage aufgefallen. Mir wurde es in die Wiege gelegt, sich entschuldigen zu dürfen. Wenn man das Gefühl hat, dass es angebracht ist und somit gehört das für mich zum guten Ton. Wie war das nochmal mit den Glaubenssätzen? Ich frage mich ganz ernsthaft, was genau war die Motivation dieses Menschen, sich bei mir zu entschuldigen? Weil ihm das in die Wiege gelegt wurde? Oder weil es zum guten Ton gehört? Mit diesem Beitrag möchte ich den Unterschied zwischen den beiden Konzepten, sich entschuldigen und etwas bedauern, verdeutlichen. Manchmal stellt man im Nachhinein fest, dass man etwas getan hat, was man gern anders gemacht hätte, weil es nicht die Bedürfnisse aller Beteiligten befriedigt hat. Man löst damit unter Umständen auch starke Gefühle bei anderen Menschen aus. Man spricht dann häufig von einem Fehler und man bekommt je nach Größe des Fehlers und Auswirkung auf die Beteiligten eine Schuld zugesprochen, die man dann hat und die man gern wieder loswerden möchte, weil sie sich unbequem anfühlt. Im Rahmen des Konzeptes von sich entschuldigen äußern wir dann etwas und die Menschen, deren Bedürfnisse durch unser Handeln nicht erfüllt wurden, entscheiden dann, ob unsere Entschuldigung von ausreichender Intensität und Qualität ist, um uns die Schuld zu vergeben. Dann hat die Entschuldigung funktioniert, ihren Zweck erfüllt und die Person
die den Fehler gemacht hat, ist entschuldet, wieder von der Schuld freigesprochen. Häufig wirkt dies im Alltag wie ein recht formaler Vorgang und es gehört zu einem automatisierten guten Benehmen. Wie sagte mir neulich ein junger Mensch, 18 Jahre jung, um Entschuldigung zu bitten, ist eine Frechheit. Ja, schrie ich raus, ja, es ist eine Frechheit. Etwas anders ist es beim Konzept des Bedauerns. Wir sprechen nicht von einem Fehler, sondern wir erkennen an, dass wir zur Erfüllung unserer Bedürfnisse etwas getan haben, das gleichzeitig die Bedürfnisse anderer in einem bestimmten Ausmaß in eine Nichterfüllung gebracht hat. Wenn wir die Haltung dieses Konzeptes authentisch leben wollen, dann hat die Grundlage, die Bedürfnisse aller in einer Interaktion beteiligten Menschen sind gleichwertig, für uns eine große Bedeutung. Es ist unser Anliegen, dass die Bedürfnisse aller gleich wichtig sind und wir spüren unter Umständen ein Bedauern dafür, dass wir durch unser Wirken nicht alle Bedürfnisse bedacht und berücksichtigt haben. Genau diese Wahrnehmung auszusprechen, nennen wir etwas Bedauern. Und es ist für uns die gewaltfreie Alternative zum sich entschuldigen oder um Entschuldigung zu bitten. Und dabei geben wir unsere Beobachtung wieder, was habe ich gesehen oder gehört, fügen eventuell die möglichen Folgen für die Beteiligten hinzu und teilen mit, dass wir diese Sache bedauern. Je nach Intensität der beim Gegenüber ausgelösten Gefühle zeigen wir ergänzend durch eine empathische Vermutung auch, was wir vom Gegenüber verstanden haben. In einer Geschichte wird beschrieben, wie Schüler einer Klasse eine Mitschülerin mobbten, sie klein machten und auf ihr rumgehauen haben. Leider kenne ich den ersten Teil der Geschichte nicht mehr, aber ein Junge hat für sich erkannt, dass er das nicht mehr will und ging zu dem Mädchen und bat um Entschuldigung. Das junge Mädchen bat ihn, alles negative Gerüchte und alles, was er über sie erzählt hat, jeweils auf ein Blatt Papier zu schreiben. Der Junge war etwas überrascht und er tat aber dann doch, wie ihm geheißen. Nachdem er eine lange Zeit mit dem Schreiben beschäftigt war, waren ja einige Sachen zusammengekommen, bat ihn das junge Mädchen, die Blätter aus dem obersten Stockwerk der Schule hinabzuwerfen. Er tat auch das, was das junge Mädchen ihm gesagt hat. Dennoch verstand er nicht. Nachdem die Blätter durch den Wind weit verstreut wurden, bat ihn das junge Mädchen nun, die Blätter einzusammeln. »Das schaffe ich nicht«, sagte der Junge. »Bei dem Wind?« »Selbst wenn ich dich entschulde«, sagt das Mädchen, »das, was du in die Welt verbreitet hast, ist in der Welt. Wie möchtest du das wieder gut machen?« Erst jetzt erkannte der Junge, was er angerichtet hat. Diese Geschichten verdeutlichen eindrucksvoll, dass es nicht nur eine Methode gibt, sich mit Fehlern und zwischenmenschlichen Beziehungen auseinanderzusetzen. Im ersten Beispiel sehen wir, wie authentisches Mitteilen von Gefühlen oft wirkungsvoller ist als eine bloße Entschuldigung. Die zweite Geschichte zeigt, dass das Bedauern und das Erklären der eigenen Beweggründe eine tiefere Verbindung schaffen können. Schließlich betont die dritte Erzählung, dass sich manche Situationen nicht einfach durch eine Entschuldigung aus der Welt schaffen lassen. Diese Vielfalt zeigt uns, dass authentische Kommunikation in unterschiedlichen Formen stattfinden kann,
und oft wichtiger ist als das mechanische Abspulen von Entschuldigung. Jemand kam zu mir und sagt, ich bitte dich um Entschuldigung. Ich sagte ihm, das brauchst du nicht. Er, das will ich aber. Ich, richten wir unsere Aufmerksamkeit lieber auf das, was wir jetzt tun wollen und nicht auf das, was schiefgelaufen ist. Oder wie eine Teilnehmerin geschrieben hat, umarme dich selbst und lächle. Ich sagte zu meiner ehemaligen Assistentin, entschuldige dich nicht, lerne für die Zukunft. In diesem Sinne, einen Fehler einzusehen und sich zu entschuldigen, das sind zwei verschiedene Dinge. Der eine ist den Kopf zu senken, der andere ist den Kopf zu neigen. Albert Camus. Dieses Zitat betont die Unterscheidung zwischen dem simplen Eingestehen eines Fehlers und dem Akt der Entschuldigung. Es könnte dazu dienen, die Idee zu unterstützen, dass es nicht nur um das bloße Bitten um Entschuldigung geht, sondern um eine tiefere Reflexion und den Respekt gegenüber den Gefühlen und Bedürfnissen aller Beteiligten. Und das war unsere Reise durch diese faszinierenden Geschichten. Ich lade euch jetzt ein, eure Gedanken und Erfahrungen zum Thema in den Kommentaren zu teilen. Habt ihr ähnliche Situationen erlebt? Wie geht ihr mit Entschuldigungen um? Oder habt ihr alternative Wege gefunden, um euch authentisch auszudrücken? Ich freue mich darauf, eure Perspektiven zu hören und gemeinsam mehr über dieses spannende Thema zu lernen. Bis bald. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Moratidis. Kommentare erwünscht.